die Corona-Ampel, die ist ja jetzt ganz großes Thema. Es ist ja doch sehr chaotisch, jetzt schon seit längerem. Kennen Sie sich jetzt wirklich aus? Naja, wenn es rot ist, ist große Gefahr, grün ist keine Gefahr. Ich glaube, das System ist gar nicht so schlecht. Finde ich jetzt nicht so. Also ich denke mal, es ist relativ einfach nachvollziehbar. Also ich habe da jetzt kein Problem damit. Interessiert mich eigentlich nicht so, weil ich habe die Masken eigentlich immer um. Und was die in Tirol machen, die müssen erstens einmal ganz still sein, weil von dort kommt ja das alles. Also ich weiß nicht, der ganze, mir gefällt das nicht, der Wirbel, was da dran gemacht wird. Die Leute müssen viel disziplinierter sein. Ich bin jetzt dieses Wochenende zu Gast in Wien. Also ich arbeite in Warschau, deswegen kann ich leider keinen Einblick geben dazu. Aber ich bin mir sicher, dass eine regionale Lösung eigentlich immer die bessere Variante hier ist. Es ist ja eigentlich so, dass in Wien, in Graz, in Linz und auch in Kufstein ab Montag die Maskenpflicht beispielsweise in allen Geschäften gelten sollte. Jetzt fehlt aber die Maskenverordnung, beziehungsweise es gibt keine Rechtslage, Rechtsgrundlage dafür, weswegen jetzt der Gesundheitsminister Anschober bis spätestens Freitag eine Verordnung nachschießen möchte. Und das aber alles nach einer Woche, beziehungsweise der Start der Ampel liegt ja schon eine Woche zurück. Finden Sie, ist das ein bisschen zu spät? Hätte man sich... Da hätte man wahrscheinlich etwas früher schon richtig das machen können. Nur hat man halt gesehen, dass es auch immer wieder so ist, dass dann auf einmal irgendwie ein Verfassungsschutz kommt und sagt, na, das hätte man nicht machen dürfen. Ist manchmal auch etwas problematisch und ich sehe es eigentlich so, dass zeitweise muss oft ein Schnellschuss gemacht werden. Und man sieht dann nachher oft, was rauskommt. Aber ich denke, wenn die Leute vernünftig sind, braucht auch keine Verordnung. Ich muss sagen, die Rechtsgrundlage wurde nicht gemacht für Zeiten wie in diesen. Und deswegen sollte man das neu bedenken. Vielleicht muss die Rechtsgrundlage geändert werden, weil es war noch nie eine Zeit, wo man so eine Pandemie hatte. Und ich glaube, die Rechte sind das eine, aber der Schutz der Bevölkerung ist oder eines jeden ist das andere. Die Maßnahmen, dazu bedarf es ja auch eines Covid-Gesetzes. Das ist schon in Bearbeitung. Jetzt ist es aber so, dass die SPÖ und auch die FPÖ blockieren, weswegen dieses Gesetz erst frühestens Ende Oktober in Kraft tritt. Was sagen Sie dazu, dass da jetzt wieder blockiert wird und dass jetzt wieder eine Verzögerung in... Reine Parteipolitik, würde ich jetzt hier sagen. Ja, nicht den anderen das machen lassen. Und es ist ja eben so, die Ampel steht zwar auf Gelb, nachdem die Rechtsgrundlage fehlt, ist es jetzt so, dass Rapid beispielsweise am Freitag vor 10.000 Fans spielen möchte. Laut der Ampelfarbe Gelb dürften es aber nur 5.000 Fans sein. Gut, da muss ich jetzt sagen, bin ich jetzt etwas überfragt, das weiß ich jetzt nicht, wie das genau ausschaut. Ja, die Opposition kritisiert sehr gerne, es ist nur schwer, es besser zu machen. Und auch, dass jetzt eben eigentlich die Ampelfarbe ist gelb. Trotzdem wird jetzt beispielsweise Rapid vor 10.000 Fans spielen, statt eigentlich, wie bei der Ampelfarbe gelb, nur bei 5.000 möglich wäre. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, wenn man draußen ist, ist die Gefahr sowieso geringer als drinnen. Gut, ich meine, mit den Ampelnregeln kenne ich mich auch nicht genau aus. Aber natürlich sind die betroffen sind, freuen sich nicht darüber, weil das Einschränkungen bedeutet. Und das wird überall, wenn diese Ampel hochgeschaltet wird, werden die Leute unzufrieden sein, das ist ganz klar. Da fühlt man sich benachteiligt, diskriminiert und so weiter und so fort. Aber wie soll man es denn anders lösen? Wenn jemand eine andere Lösung hat, soll hervortreten. Und die Opposition kritisiert und kritisiert, aber sie haben auch keine Lösung.